Eine der wichtigsten Aufgaben der Nieren ist sicherlich die Regulation des Wasserhaushaltes. Das bedeutet beim Menschen, dass die ungefähr 1 Million Nierenkörperchen am Tag etwa 180 Liter an Wasser aus dem Blut filtrieren. Und dieses Wasser muss dann in den Nierenkanälchen wieder rückresorbiert werden, sodass wir am Ende etwa 1,5 Liter Urin pro Tag produzieren. Diese Wasserrückresorption in der Niere wird reguliert über Hormone, das antidiuretische Hormon, was dafür sorgt, dass die Wasserausscheidung sich wirklich an unsere Bedürfnisse des Organismus anpasst. Herr Rinschen hat sich in seiner Doktorarbeit nun mit diesem Thema der Regulation des Wasserhaushaltes durch das antidiuretische Hormon beschäftigt und hat dort in einem neuen methodischen Ansatz untersucht, welche bisher unbekannte Regulationswege durch dieses antidiuretische Hormon aktiviert werden. Aber die Details seiner Arbeit sollte er Ihnen sicherlich selber erzählen. Ich habe untersucht, wie das Neurohypophysenhormon Vasopressin auf renale Sammelrohrzellen wirkt. Und wie jeder biologische Signalweg hängt auch dieser V2-rezeptorabhängige Signalweg massiv von Proteinphosphorylierung ab. Wenn Proteine durch Proteinkinasen phosphoryliert werden, dann gleicht dieser Vorgang einem molekularen Schalter in der Zelle. Die Aktivität von Proteinen wird hochreguliert oder Proteine werden in ihrer Funktion deaktiviert. Ich habe quantitative Massenspektrometrie verwendet, um Hunderte und Tausende von Phosphorylierungsgeschehnissen in einem einzigen Experiment zu analysieren. Auf diese Art und Weise lässt sich ein globales Profil von Signalkaskaden in einer Zelle entwickeln. Und das Verständnis dieser Signalwege kann helfen, um neue Therapien zu entwickeln. Herr Rinschen ist nicht nur mir und meinen Kollegen, sondern auch unserem Kooperationspartner Mark Nepper in den USA durch sein enormes Engagement, seine hervorragende Auffassungsgabe und seine Zielgerichtetheit bei seinen wissenschaftlichen Arbeiten aufgefallen. Markus ist ein sehr sympathischer, aufgeschlossener und spontaner Kollege. Und was ihn ausgezeichnet hat, ist, dass er sehr interessiert ist an wissenschaftlichen Fragestellungen. Ich wünsche, dass Herr Rinschen stets das Umfeld bekommt und die Unterstützung, die auch ein talentierter, junger Wissenschaftler wie Herr Rinschen braucht, um wissenschaftlich erfolgreich zu sein. Also er hat hier bei uns und auch in seiner Zeit in den USA einen blanken Eindruck hinterlassen, sowohl menschlich als auch wissenschaftlich. Und ich denke mir, wenn er so weitermacht, wird er auch eine glänzende Zukunft haben und wünsche ihm alles Gute.